Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 Tierfarmprojekt auf der Nordfriesischen Marsch, immer noch Version 1.4 mit meiner Wenigkeit. Man könnte eigentlich auch Ingame-Zeit sagen, guten Morgen, gut, wenn ihr das seht, ist es auch nicht mehr morgen, ist ja schon Abend, da ist der Tag eigentlich schon fast gelaufen, deswegen sagen wir mal lieber nicht morgen, nicht, dass wir noch irgendjemanden hier verwirren. So, hier müssen wir jetzt einmal umschalten. Ich habe schon mal angefangen, Dings hier zu machen, Bauwollmodule, Pellets, quadratische Ballen aktivieren. Und dann läuft der ganze Spaß. Denn wir rammeln jetzt hier mit Quaderballepresse drüber. Ob das die geilste Idee, Entscheidung war, weiß ich nicht so genau. Ich weiß im Endeffekt nur, dass der hier vorne an den Quaderballen hängt. So wie mir das aussieht. Ja. Oh, er hängt an mehreren. Sehr gut. Da hat er mal alle aufgeschoben, die man so aufschieben konnte. Leck mir am Arsch. Ja, da gibt er gleich Vollgas hier. Er hat einfach mal alles mitgenommen, was er mitnehmen konnte. Sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall. So, Quaderballen passen im Endeffekt auch nur 39 Stück drauf. Also 10 weniger als wie bei Rundballen. Aber wir testen das jetzt einfach mal aus. Mal gucken, ob das Ganze so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich auch nicht so traurig. Also, warte mal, jetzt kommen die bestimmt wieder im Konflikt, oder? Ah, ne, schafft er noch. Halbwegs pünktlich. Jetzt muss ich noch kurz zusehen, dass ich die Dinger mal hier ein bisschen vor mir wegschiebe. Dass er aber auch nicht erkennt, dass ich da bin, ne? Das ist schlimm. Ja, die ist schlimm, das ist schlimm. So, das sind jetzt erstmal 18 Ballen. Das passt soweit. Kurz gucken, wo wir uns jetzt hier am blödesten hinstellen. So. Kann der erstmal den hier machen? Wir machen es erstmal den hier. Weil wir machen jetzt was wie folgt. Wir haben einen Haufen Kohle. Das ist nämlich jetzt auch im Umkehrschluss. Rabem. Wir ballern jetzt hier erstmal noch den großen Pferdestall. Achso, da muss ich erstmal kurz gucken, was die niedrigste Reproduktionsrate hatte. 240. Ja, die Weise, ne? Ja. Die hier. Ja, die Kuh schwarz-weiß. So, dann ballern wir nämlich jetzt den ganzen Spaß hier noch voll. Wenn wir Kohle haben, haben wir Kohle. Das heißt, die gehen wir dementsprechend auch raus. Wer bis zu 300.000 ausgeben, haben wir noch eine Million. Beziehungsweise wir machen ja mit der BGA sowieso einen Haufen Kohle. So unendlich viel Kohle. Ja, wir zahlen natürlich auch ein etliches an Gebühren, wie man halt auch so schön sieht, ne? Ah, voll. Wunderbar. Für 300.000 jetzt nochmal uns ein paar Kühe gegönnt. Ich weiß gerade gar nicht, wie sieht's hier. Wie sieht es hier im Allgemeinen noch im Schafstall aus? Geht da überhaupt noch was? Ne. Hier geht nichts mehr. Pferdestall ohne. Nee. Weiß gar nicht, was können wir hier noch mit reinballern? Genau noch ein paar. Da machen wir nämlich erstmal die Wiese und den ganzen Spaß hier voll. Aber ich glaube, da habe ich gar nicht. Naja, ich glaube, da passen ein paar mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel auf diese Kuhweide passen. Gucken wir mal, ob wir da über 300.000 kommen. Aber anscheinend ja schon. Da passt um einiges mehr ran. Um einiges mehr. Leck mehr am Arsch. Ah, jetzt ist es voll. 410.000. Ja, gut, können wir uns auch gönnen. So, da haben wir unsere Dinger nämlich voll. Was die Kühe hier angeht. 185, genau. Und hier 131. Reproduktionsrate 120 Minuten. Produkt, ah ne, die werden am schnell, ach egal. Wir brauchen eh keine Reproduktionsrate, weil ist relativ, weil wir reproduzieren können, wenn die Dinger voll sind, eh nicht mehr reproduzieren. So, aber wir haben hier ein Ding, was ausläuft, und zwar, das ist der ohne Stall, ne? Ohne Stall, genau. Kuhweide ohne Stall. Mischration muss rein, Stroh und Wasser muss rein. Gut. Können wir uns erstmal darum kümmern, dass das so läuft.
Panda muss entladen werden. Oh ja, Moment, da müssen wir uns erst mal drum kümmern. Okay, also die Kühe brauchen unsere Aufmerksamkeit. Wir müssen neues Futter anmischen, was ja weniger das Problem ist. Jetzt brauche ich aber erstmal kurz den zweiten Trailer, der steht hier. Ah, jetzt ist der Panda gerade mal voll geworden. Er konnte jetzt lange genug arbeiten, ohne dass wir eingreifen mussten. Vorteil halt daran, ne? So. Oh, ist auf jeden Fall voll, die Kuhweide. Gut, hier haben wir noch genug Ballen, so ist es ja nett. Oh, er steht sogar genau richtig. Er hat schon ein bisschen was mitgenommen. Na, kann ich denn? Nee, Cosplayer kennt das ja nicht. Ich vergaß, der zieht ja einfach rum. Dann lass ein Rohr draußen, wir sind ja noch nicht fertig. Ah ja, doch jetzt. So, wunderbar, weil jetzt gibt's ja Moin. So, hat er jetzt hier schon irgendwo angesetzt? Ne. So, wunderbar, der ist eh genug. Der hat hier, der hat hier. Okay, gut. Können das erstmal weg. 33.000. So. Gucken, wie viel ist jetzt schon wieder dazugehören? Was ist schon wieder? Naja, was ist schon wieder? 33k. Ja, bitte, wie man sagt. Passt aber schon. Okay, gut. Aber jetzt müssen wir uns erstmal zusehen, dass die Kühe hier versorgt werden. Gut, dafür brauche ich eigentlich den LKW. Passt das überhaupt in... Ich hoffe jetzt mal, dass das in ein Silo reinpasst hier, ne? Aber müsste ja eigentlich gehen. Multifrucht-Silo. Schwierig. Schwierig. Ja, da habe ich was abgestellt. Das ist richtig. Das ist richtig. Das sollte so nicht sein. Noch schwieriger. Noch schwieriger. Hallo. Hallo. Bitte etwas warten, danke. Ja, sehr gut. GG. Hast du den ja jetzt, hast du ja richtig krass abgeladen, Bruder. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Hirse wird hier nicht angenommen. War mir fast klar. Ich habe das zwar mit reingeschrieben, aber ich glaube, das gilt erst, sobald ich ein neues Lager setze, gell? Schwierig. Moment, wie machen wir das am blödesten? Big New, weil hier steht die Scheiße nämlich drin. Muss ich das jetzt hier irgendwo in die Wallerei reinsetzen? Dass er das akzeptiert. Gucken, ob die Hirse hier vorne angenommen wird. Weil da stehen tut's. Nee.
Jetzt bin ich verwirrt. Nusilubik. Ist da alles hier drauf? Karotten, Zwiebeln, Hirse, Dinkel, Mohn. Ist eingetragen. Im Vergleich zu solchen Dingern hier, wo es nicht eingetragen ist. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Auch kein Problem. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar, ja, wo wird das jetzt am dümmsten verkauft? Beziehungsweise am gewinnbringendsten? Am Bahnhof. Ja, am Bahnhof. Okay. Ja, okay, Moment, wir machen das erstmal anders. Gezwungenermaßen wohl bemerkt. Weil bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Wir hauen den ganzen Spaß erstmal hier hin. Werden den dann mit der Schnecke. Hoffentlich klappt das auch. Weil das müsste ja eigentlich. Ah, ne, die ist ja nur dafür da. Welche war dann? Es gibt da irgendeine für. Ist das nicht divers? Genau, die ist ja hier für. Ja, genau. Diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Warum? Ach, Leute, ich will doch nur uploaden. Okay, machen wir es noch ganz anders. Ganz primitiv. Egal wie bekloppt das jetzt im ersten Moment ist, diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Er lässt mich nicht überall abladen? Warum? Naja, lässt mich in der Tat hier nicht abkippen. Ja gut, das macht's nicht gerade einfacher. Ich sag's mal so. Ah, da hab ich eine Lösung dafür. Da hab ich eine Lösung. Das kann ich jetzt nicht machen, aber in der nächsten Folge haben wir das Problem definitiv gefixt. Schade, schade, Limonade. Aber grüß mein. Grüß mein, ist kein Problem. Nur noch kurz die Silos tauschen. Dann läuft das alles schon wieder. So, sammeln wir es mal hier noch weiter ein. So. Und bitte, wunderbar. Hätten wir die erstmal. Jetzt ist so die Sache, wo zur Hölle machen wir das? Wir brauchen im Endeffekt eine Flare. Wir nutzen. Ja, muss entladen werden. Ja, musste warten, Bruder. Musste warten. Wir nutzen das erstmal so, wie ich es mir gerade gedacht habe. Sprich, hier hinten auf der Wiese das Ganze drauf. Und dann sehen wir prinzipiell mal weiter. Genau. Ja. So. Und dann sehen wir im Allgemeinen mal weiter, wie wir das hinkriegen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier die Silos für die Hirse tauschen. Das nützt nichts. Der Rübenernter muss sein Zeug weitermachen. Und ja. Aber ich glaube, das wird schon, Freunde. Das wird irgendwie wird das schon. Aber wir sind erstmal wieder fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat.
Und in dem Sinne, bis dann, haut rein. Tschüdelü.